Wie ihr hier oben erkennen könnt, ist es mal wieder Zeit für eine kleine Kooperation. Und zwar habe ich eine geheime Nachricht von einem Mr. G bekommen. Beste Grüße aus dem Herz der Hauptstadt. Was ich schmuggeln muss, zeige ich euch jetzt, weil ich habe einen kleinen Vorrat bekommen. Ach du Scheiße. Die Dosen mache ich safe nicht auf. Das Ganze muss ich jetzt maximal präparieren, um maximal viele Dosen davon reinzuschmuggeln. Wo ich jetzt gleich landen werde, beziehungsweise wo ich diese Dosen reinschmuggel, seht ihr in den nächsten paar Bildern. Vorab, das hier ist auch eine kleine Challenge. Ich spiele das Ganze gegen Cheng und die Nuketown Monkeys. Zwei Kanäle, die vielleicht dem einen oder anderen von euch was sagen. Nee. Ich würde mal behaupten, die zwei Kanäle sind keine Konkurrenz für mich, weder Cheng noch die Nuketown Monkeys. Ich habe die besseren Ideen und werde auf jeden Fall mehr Dosen reinschmuggeln können als die anderen beiden. Es sind ein paar Tage verstrichen, seitdem ich den Auftrag von Mr. G bekommen habe. Wie ihr sehen könnt, habe ich die ersten Produkte für die Schmuggelaktion schon vorbereitet. Wer mir auf Instagram fleißig folgt, hat die Story wahrscheinlich schon gesehen. Aber für dieses Video hier will ich euch nochmal zeigen, wie ich den Hund, und zwar ihren Bruder Kylo, vorbereitet habe. Kylo! Davor aber erstmal Stößchen. Wir gehen jetzt her, nehmen den Hund. Für die nachfolgenden Szenen übernehme ich keine Haftung und schneiden jetzt einfach mal hier hinten rein, so hier hinten rein. Es sieht jetzt wirklich noch sehr verwirrender aus. Glaubt mir, mir geht es gerade nicht anders, weil ich bin der Typ, der es jetzt gerade hier macht. So, nachdem ich hier irgendeinen Kunststoff aus China erfolgreich rausgezogen habe, habe ich jetzt auch genug Platz für die Dosen in diesem Hund hier. Wir fangen an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5. In Kylo 2.0 habe ich jetzt 5 Dosen reinbekommen. Das Ganze noch hinten richtig professionell mit so Sicherheitsnadeln. Sicherheitsnadeln befestigt. In Kylo 1.0 befinden sich derzeit 7 Dosen. Es klingt so komisch. Es klingt sehr komisch. Und für alle, die meine Instagram-Story nicht gesehen haben, wie ich den Fußball und die Blendgranate, wie ich sie so schön nennen, vorbereitet habe, jetzt nochmal ein kleiner Einschnitt. Ausschnitt, meine Güte. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass ich mir nicht in den Finger schneiden werde. Dose Nummer 1, 2, 3, 4 Dosen versteckt in dem Fußball. Kommen wir jetzt zu meinem Favorit von allen drei Optionen. Wir haben den Fußball, wir haben Ehrenbruder Kylo. Jetzt besprühen wir ein Blatt Papier mit Camouflage-Muster. Und falls ich als Soldat gehen sollte, würde ich sagen, habe ich auf jeden Fall gut getarnt. Leute, das sind meine Verstecke für die Maximal G-Dosen. Ich bin sehr gespannt, ob Cheng und die Nuketown Monkeys das toppen können, so wie ich die Jungs kenne. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass ich mit Kylo den absoluten Pluspunkt habe und als Geheimwaffe noch die Blendgranate sehr gut in dem Team einsetzen kann. So, heute ist es soweit. Maximal G, die Vorbereitungen waren nicht umsonst. Wir sind heute bei der Gamescom. Wir haben heute den 22. Das heißt, der erste Tag für alle Besucher. Das ist mein erstes Outfit, Montana Black. Ich habe mir jetzt hier noch dieses T-Shirt rausgelassen, eine Kette, noch eine dezente Uhr, wie es Monte machen würde. Die Cap darf natürlich nicht fehlen. Ich will gar nicht lang schnacken. Ich will nur eins so viel noch sagen. Wir haben Kylo noch originalgetreuer gestaltet. Na Kylo, spinnst doch. Ich würde sagen, wir gehen rein. Ganz kurz, Montana Black, Deutschlands erfolgreichster Streamer, braucht keinen Ausweis. Wir gehen ohne Ausweis rein, ja? Komm, Kylo. Es kann gar nicht schief gehen. Also wenn ich wirklich jetzt ohne Ticket nicht reinkomme, ne, dann ist Monte mit Abstand der irrelevanteste Streamer in Deutschland. Ganz klar. Hallo, einmal das Ticket bitte. Was? Ihr Ticket bitte. Ich weiß nicht. Montana Black, 88, das bin ich. Deutschland erfolgreicher Streamer. Kenn ich nicht. Komm, auf geht's. Ticket, komm, bitte. Kollege. Nee, ich brauche Ihr Ticket. Kollege. Na komm, geben Sie mir einen Ansprechpartner. Auf geht's, hier kommt Montana Black. Black. 88 mit Kylo. Komm. Nie gehört, komm. Nie gehört. Ja. Monte hat nicht geklappt. Dafür ist aber Ehrenbruder Kylo jetzt auf der Gamescom. Ich hätte nicht gedacht, dass Monte so irrelevant ist für diese Messe, aber gut. Kann halt nicht jeder relevant sein. Ich habe damit eigentlich gerechnet, dass es als Monte ehrlich gesagt nicht klappt, weil Monte halt, ne? Ich habe was Besseres vorbereitet. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Monte hat nicht geklappt. Das ist mein zweites Outfit. Damit werde ich safe schaffen. Das Einzige, was ich brauche, wären vielleicht noch ein paar Leute, die so aussehen wie ich, oder was meint ihr? Ja, oder? Gut.
Leute, Gamescom 2018, Maximal G, schmuggeln war noch nie so einfach. Also ich bin mir sicher, weder Cenk noch diese Noobs haben ansatzweise so viele Dosen reingebracht und so cool vor allem wie ich. Ich würde sagen, ich gehe jetzt hier noch eine Runde abtanzen am Stand und dann gehen wir einen trinken. Auf uns, Jungs. Ganz ehrlich, Freunde, 5000 Grad hier unter dem Kostüm. Keiner hat mich zwar erkannt, aber keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Wir haben so viele Dosen verteilt, ich glaube, die Gamer sind einfach, was sind die, wenn man genug getrunken hat? Man ist ja nicht gesättigt, ist man still? Ach, ich weiß nicht. Ich würde sagen, Gamescom 2018, das war's mit Maximal G. Vielen Dank noch für die Kooperation, keinen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich muss jetzt erstmal duschen gehen, für eine Stunde oder zwei. So, wieder zu Hause angekommen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, noch Maximal G Dosen, einen Vorrat von Maximal G auch zu Hause zu haben, so wie ich den Vorrat bekommen habe. Alles, was ihr machen müsst, ist nur unter diesem Video schreiben, welches Outfit euch am besten gefallen hat. Cenk, Noobtown Monkeys oder ich. Ich denke mal, ihr stimmt schon für mich ab, oder? Nein? Ja? Ihr habt bis zum 9.9. Zeit, dann wird einer von euch ausgesucht. Kein viel Glück an alle unter euch, die teilnehmen. Ich würde sagen, ich bin raus. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Oh, oh.